Zürich. Ebenfalls vorne mit dabei. Aber P&D führt das Feld an. P&D Racing auf Platz 1, Daniel Holz von Lutenz auf Platz 2. Der Teamkollege von Lutenz mit 3 Fahrzeugen, 7 NDK, 8 das Grellenberger Stockertier. P&E Racing ist vorne. Daniel Holz mit dem Blutex auf der 2, Sandy Müller auf der 3. Die Typos, immer nach vorne dabei auf der 4. Daniel Racing kürzt das Angebot. Diese Tage der Blutex, das gibt's doch gar nicht, das ist der Wahnsinn. Sollen die Blutex hier tatsächlich 3 Fahrzeuge ins Viertelfinale bringen. Die letzte Runde ist eingeläutet und die Blue Jacks sind mit 3 Fahrzeugen vorne dabei. Meier gibt dem Kronach. P&D Racing auf Platz 1 unterwegs. P&D Racing weiter vorne und da kommen sie. 1, 2 Fahrzeuge der Blue Jacks, dann die Blue Boys, dann der weitere dritte Wagen der Blue Jacks und so geht's auch über die Ziellinie. Startzielsieg für das P&D Racing Team für Meier. Auf der 2 Daniel Holz, der Teamchef. Die Blue Jacks auch auf der 3. 4 die New Boys. 5. Platz. Noch einmal die Blue Jacks. Auf 6 das NDK Racing Team. 7.